Tja, ist doch schon wieder drauf. Ja. Haben wir nicht die... Oh. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr habt alle noch Spaß. Ich gesagt, aus den Krügen. Haben wir nicht die? Und dann... Ach, nee, die kriegen wir auch nicht. Nee, die sind nicht geworden. Ja, Leute, wir haben noch eine Stunde. Ihr habt noch 3 Etagen, 4 Etagen vor euch. Das schaffen wir. Easy. Speedrun, let's go. Das schaffen wir. Speedrun, let's go. Speedrun. Na, einfach 15 Minuten pro Etage. Also. Okay, also du hängst da jetzt gerade... Ich hänge. Achso, willkommen zurück, ne? Ja, welcome back. Ja, und Kuss an Putzi. Putzi! 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 Putzi, ah, vielen, vielen Dank. Oh. Putzi, bald bring hell VR. High five. So. Der Chat hat auch ganz viel Spaß. Hoffe ich. Nur nicht über den Fisch reden, dann ja. Nicht. Den was? Was? Alles gut. Da wollte ich einmal dramatisch sein. Nein, aber wieso? Außerdem, liebe Grüße von Markus Heitz. Ich war es nicht. Das war wirklich, das war aus heizischer Fehler. Aha. Jetzt lese ich deine Bücher rückwärts. Sagt jetzt einer was gegen Markus Heinz, ne? Ich schwöre, ich gehe mein... Genau, keiner sagt was gegen Markus Heinz. Gegen Markus Heinz Klaus. Der macht den besten Tomatenketchup. Das ist was gegen Markus Heinz Klaus. Heinz. Markus Heinz. Dann komme ich um Banyen persönlich. Also ohne Scheiß, mach keine Witze. Okay, keine Witze. Niemand mobbt für Markus. Okay. Ich habe hier meine Modrechte in der Hand. Ich habe die Macht. Die Macht. Aus heiterem Himmel. Heinz. Ich kenne ihn noch nicht mal. Doch. Ah, ja. So. Okay. Also, Finale. Boah, es wird immer wärmer hier drin, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, weil die drehen ja auch immer die Klimaanlage weg. Ja. Okay. Oh, also, Lysatria hängt am wärmer. Geländer. Ja. Ich halte das mal kurz. Genau. Und eine laute, kalte Brise hängt dort am Geländer, runter Richtung Treppe. Und was machst du? Also, ich hänge mit 2 Händen oder mit 1 Hand? Gesundheit! Das war so niedlich wie ein Meerschweinchen. Gesundheit! Ich lache wie Skeletor und niese wie ein Meerschweinchen. Ja. Das nenne ich mal USP. Ich wette, Skeletor würde so auch niesen. Ja. Also alles gut. Siemen, warte. So. Oh, guck mal, da ganz viel Gesundheit. Gesundheit. Oh. Ja, also du hängst dort, du kannst mal auf Geschicklichkeit würfeln, wie weit hoch du kommst quasi. Also ob das dir gelingt, dich emporzuziehen oder ob du da ein bisschen... Keine Sorge, Leute. Ich habe Geschicklichkeit 17 und habe noch nie drüber gewürfelt. Schlabberdebabba. 10. Okay. Also dir gelingt es locker flockig, dich mit einer Hand festzuhalten und dann hoch zu schwingen. Whee! Du stehst jetzt dort oben. Da. Der Raum ist hell beleuchtet. Du siehst, also durch die Fenster fällt Licht. Er ist voller Spinnweben. Wer von euch hatte nochmal Angst vor Krabbelfee? Ich. Was siehst du? Nicht! Ich habe mir die Hände vor den Augen. Gut. Ich sehe nichts. Ja, das ist jetzt aber ungünstig. Ja. Ja. Wieso siehst du nichts? Brauchst du Licht? Ich habe kurz Spinnenweben gesehen. Seil! Und wenn ich nichts sehe, dann sitzt du auch nicht da. Seil! Noch ein Hurra. Ich kann nicht, ich habe meine Hände gar nicht frei. Ich kann nicht. Aber du kannst doch die Augen geschlossen halten und das Seil irgendwo befestigen? Nee, das geht nicht. Es könnte mir eine Spinne am Auge krabbeln und dann, oh Gott, ich würde so Panik kriegen. Ich frag mich gerade, ja, ob Sigrich uns die ganze Zeit hört. Das ist in so einer Zelle so. Hier sind Spinnenweben. Das ist ein Kellerarzt. Oh mein Gott, ich renne weg. Ich kann nicht sehen, nur meine Hände vor den Augen. Ich weiß. Oh mein Gott. Ich weiß, wir haben es gerade noch. Die Gargoyles sind draußen. Wo ist mein Pferd? Also, das Lokus? Ich weiß, wir haben es gerade nach oben geschafft, aber kann vielleicht noch jemand anders hochkommen? Timmy sagt, ich. Kann Timmy bitte hochkommen? Spinnen. Ich kann auch hochkommen. Ich kann ganz nach oben. Ganz hoch. Genau. Die krassesten Monster bekämpft, aber. Oh. Aber ich verstehe dich. Ich bin vollkommen bei dir. Das ist aufgeschrieben. Es passt echt gut. Ich habe noch 2 tote Spinnen in der Tasche von dir. Als ich gerettet habe, weißt du? Noch? Was ah ja. Habe ich immer noch. Weil der wiegt nichts. Cool. Wenn er will, den kannst du eventuell verfangen. Den sollst du gut werfen können? Ja, komm, Timmy. Ja. Etage 5. Wir sind auch eingespieltes Team inzwischen. Gucken wir mal. Tot.
Easy. Easy. Locker. Timmy wird mit einem Saldo nach oben. Saldo. Wie Robin. Ah, was war das? Nach oben. Landet eine große Spende. So, mit ausgestreckten Armen neben Lysatria. Nimmt dir das Seil ab und wirft es nach unten. Zwei Spinnen halten so Punktetafeln hoch, 9,5. Eine Spinne applaudiert mit allen Beinen. Ja, gebrochen. Okay, fein, dann klettern wir jetzt alle hoch. Seil hoch. Klettern wir hoch? Ja, klar. Okay, klar. Dann würfeln wir auf Stärke. Ist das fies? Ja. Das ist ja gemein. Ja, so bin ich. Ich glaube, ich bleibe unten. Also, Bronco muss nicht würfeln. Bronco, gelingt das? La la la. Weiß. Ja, du hast bei Stärke was? 14 oder so? Ja, ja. Seil reißt. Oh, 8. Wunderbar. Ich schaff's nicht. Bin ich stark genug. Also, Willibert zieht sich hoch, eine Schweißperle rinnt deine Schläfe hinab. Snarf will sich hochziehen, aber seine kleinen Nudelnarme sagen nein. Oh, die Nudelarme. Ich will hochklettern, aber meine kleine Nudel sagt nein. Leider nein. Nein. Jetzt kann man so ein Macaroni-Bild auf dir machen. Kannst du dich am Seil festhalten? Einfach nur festhalten, wenn ich unten bin? Ja, bestimmt. Ja, festhalten kann er sich. Er kann sich das Seil hochziehen. Ja, ja, ja. Ja, könnt ihr machen. Ja, easy, easy. Seil hoch. Ja, okay. Okay. Hoch. Okay. Mega. Ja, dann. Oh, ich stehe immer noch so da. Bindest du nicht vorher fest? Sag ja. Bindest du das Seil vorher um deinen Bauch? Ich, oder? Wenn ich weiß, dass ich selbst mich ja nicht so richtig halten kann, so, werde ich das machen. Oder mit einer Schlaufe um Fuß. Die Füße um okay, einen Fuß okay, rum oder okay. So. Und dann ich wollte nur sicher gehen. Wie so eine Trittleiter. So. Ich wollte nur sicher gehen. Weil sonst wäre ja ungünstig gewesen jetzt. Was mit dem General? Ist ja, war der eigentlich... Ja, Jokus auch, kommt auch hoch. Okay, super. Cool. Cool. So, der ist ja so stark wie du. Perfekt. Stärker. Nee. Ist gelogen. Könnt ihr beim Andrücken auch rausfinden. Ja, machen wir auch. Gut. Okay, jetzt seid ihr in diesem zweiten Raum. Ihr seht alle die Spinnenweben. Also die sind hier wirklich sehr prägnant auf dieser Ebene. Oh Gott. Und plötzlich ertönt ein Rumpeln und der ganze Turm dreht sich. Oh, das ist sodass der Rückweg versperrt wird. Habe ich das richtig Natürlich. Gedreht? Ja. Cool. Ja. Oh, schön. Cool. Und anstelle, wo der Rückweg war, also wo wir gerade herkamen, ist jetzt einfach nur eine Fläche. Eine oder? Fläche. Okay, okay. Gute Idee. Mhm. Was ist denn, ganz, ganz kurz, bist du schon mal Spinnenweben einsammeln? Hab ich schon. Ach so. Natürlich. Sammelt Spinnenweben ein? Na klar. Die ist kleben. Auch. Was? Die kleben, es sind klebrige Spinnenweben. Ja. Okay, ja. Also, aber ich dachte so, ich sammle die. Ich sehe einfach Zuckerwatte. Schon so. Die Zuckerwatte so. Der Raum wirkt auch viel sauberer jetzt. Feucht durchgewischt. Ja. Da sind noch zwei Fässer. Mhm. Ach so, gucken. Aber da, wo Spinnenweben sind, sind doch. Aber das muss ich dazu schreiben, dass es klebrige Spinnenweben sind. Vielleicht wird das noch sinnvoll. Vorher hätten wir was Klebriges gebraucht bei der Rutsche. Ja. Hm. Muss ich kurz gucken, wie es hier weitergeht. Ach ja. Ja. Können wir die Fässer durchsuchen? Ja. Ihr könnt die Fässer durchsuchen. Mhm. Ihr findet darin verrottetes Fleisch. Geil. Verrottetes Fleisch. Ich kann es essen. Ich habe Hunger. Du isst das verrottete Fleisch. Du hast einen Stahlmagen. Ja, aber einen Stahlmagen. Alles? Ja, nee, ich esse doch nicht alle. Ich wollte schon sagen. Nein. Wollt schon sagen. Ja, aber mir grummelt der Magen. Nach dem Ja. Ich habe Nahrungsmittel bei. Okay. Ja, aber du hast sie mir nicht angeboten. Ja, füllt mal alle einen W20, bitte. Einfach so? Einfach so, ja. Ich will mal was gucken. Ich kriege keine Lebenspunkte, irgendwas. Nee. Ah, okay. Hatte ich jetzt gehofft. Okay. Was hast du? 4. 16. Mhm. 14. 14. 3. Okay, ihr beide bemerkt oben in der Decke ein Loch. Also ich nicht. Ich meine. So. Ich bin eben nicht mehr da. Also. Ach stimmt. Nee, ich mach so. Ja, du guckst einfach nach oben. Ja, nach oben geht's. So. Du spürst den Luftzug. Okay. Mhm. Also für irgendein Abenteuer... Irgendein nächstes Abenteuer, wo ich wieder einen Dieb spielen müsste, bräuchte ich unbedingt so einen Enterhaken oder sowas. Oh, das wäre geil. Das ist so gut. Ja. Irgendwie sie nimmt den dir einfach schon in der ersten Szene weg dann. So, den man abschießen kann. Wie Batman. Weil eigentlich bist du damit ja voll over. Voll geil. Ja. Also ihr seht okay. Quasi... Okay, da oben ist ein Loch. 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 Ich meine, da ist eine Leiter im Turm, die ist halt auch nicht zu übersehen. Da ist eine Leiter? Hier ist eine Leiter. Ja.
Aber die ist ja jetzt auch verdreht. Ja, aber die Leiter ist ja trotzdem an der Wand. Ja, ja, aber die ist an der Wand, aber die führt nicht zum Loch. Genau. Tatsächlich. Kommen die Leiter dadurch, dass er gedreht. Nee, die ist fest an der Wand. Wie fest? Fest. Eigentlich ist die Sprossenwand. Ihr könnt versuchen, sie abzumachen, dann würde sie vielleicht kaputt gehen. Mal gucken. Wie würden, kommen wir sonst irgendwie hoch? Die Fässer? Auf Stapeln? Das klingt vernünftig. Ich könnte mal machen. Ich gucke mich derweil noch mal so ein bisschen um. Vielleicht fällt mir noch irgendwas anderes auf zwischen den Spinnenweben. Irgendwas noch, was mir auffällt. Irgendwas? Mm-mm. Kann ich vielleicht mit der Hexenschleuder einmal nach oben schießen? Einfach um zu gucken, was da so ist. Mhm. Der Stein landet oben und klackert einfach. Okay. Trommelt. Was ist denn das für ein Geräusch? Ah, okay. Achso. Also ich möchte Timmy nicht ins Unbekannte werfen, weil wir wissen, was das ist. Aber du möchtest ihn ins Unbekannte werfen. Der Junge hat schon genug gelitten heute. Kann der Drache nicht hochfliegen? Der Babydrache ist ja... Den habt ihr unten zurückgelassen. Okay. Den haben wir unten zu... Der ist jetzt... Der bewacht den Ausgang. Ihr habt ihn unten zurückgelassen. Der kann Feuer, der bewacht den Ausgang. Mal gucken, was mit dem passiert. Drache. Was soll ich denn machen? So ist das nämlich. Ach, so ist das nämlich mit diesen Gefühlen. Hey, findet ihr nicht auf, wir sollen den Drachen jetzt aufholen? Nee, geht ja nicht mehr. Nee, komm nicht. Haben wir das Seil noch? Ja. Haben wir noch. Mhm. Hing an deinem Fuß. Es wurde mit dir hoch. Ja, das haben wir noch. Mhm. Ja, ich wusste jetzt nicht, weil erst nach mir hat sich ja das ganze Ding gedreht. Ja. Mhm. Und wenn das Seil da unten noch hing, vielleicht geklemmt oder so. Aber wir haben es. Wir haben dich ja mit dem Seil hochgezogen. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob es an dir festgebunden ist. Sind denn die Fenster offen und ich kann den Drachen von drinnen draußen sehen? Kannst du es versuchen? Drache! Die Fenster gehen zu. Drache! Ja! Was? In dein Gesicht. Quatsch! Oh mein Gott. Das ist hart. Das ist hart. Ja. Oh, das ist hart. Schon wieder so ein Geister-Shit. Ich habe Messer und Gabel in meiner Tasche. Nehme das Seil und würde daraus einen Enterhaken bauen. Oh! Oh, nicht? Nee, ich habe ganz kurz. Nee, wir haben ja letzten Abend sehr viel Met getrunken. Ja. Und ich habe gerade echt Druck auf der Blase. Okay. Willst du sagen, der Druck ist so groß, dass er. Ich muss ganz dringend schiffen. Ja. Ist es so eine Hydropumpe? Ja. Und. Wir willst ja nicht nach oben. Oh. Nein, nein, du willst dich doch nicht nach oben. Nein, was? Nein. Also, das hab ich auch so ich verstanden. Pisse mich nach oben. Ja, ja. Ich hab jetzt verstanden. Einfach immer nach unten. Ich hab richtig Druck. Rocket Jump. Ja. Ich dachte so, das wäre nicht das Verrückteste, was ich heute gehört habe. Nee, ich wollte einfach nur kurz pinkeln gehen. Ich würde nur kurz. Pinkeln gehen? Ja, ich muss ganz, ich würde nur ganz willst kurz... Willst du den Turm anpinkeln? Nee, ich will mich einfach irgendwo in die Ecke stellen und dahin pinkeln. Also den Turm anpinkeln. Turm anpinkeln. Du willst Phil anpinkeln. ich weiß nicht, dass der Turm lebt. Da passieren merkwürdige Dinge, aber ich weiß nicht, dass der lebt. Der ehemals schöne Phil damit. Also du öffnest deinen Hosenstall und... Ich würde mich diskret hier ans Geländer stellen. Gott. Da ist ja noch die Senkung von der Treppe. Sorry, Phil. Und da würde ich halt ganz kurz... sehr ausgiebig urinieren müssen. Weil ich habe auf diesem ganzen Abenteuer-Ding, ich kam halt noch nicht einmal dazu. Ne? Das stimmt. Finde ich legitim. Ich dachte, wenn sie nach oben pinkeln. Ich brauche einen Tag. Warte. Ich versinke im Erdboden. Die Steine, das ist plötzlich wie, wie heißt denn das? Treibsand. Hä? Du sinkst so langsam nach unten. Und es liegt nicht an deinem Urin. Es liegt nicht an deinem Urin. Nee, ich mache das ja runter. Also, das ist aber so. Wie runter? Ach, aus dem Fenster raus. Eigentlich hier das Treppengeländer runter. Nee, das ist zu. Das ist ja alles zu. Ja, aber das ist ja so eine Senkgrube dadurch. Da ist ja ein Loch im Boden, ne? Auch wenn da die Decke von unten warum ist. Warum kämpfst du dagegen so an? Ich will nur pinkeln. Ja, aber der Turm sagt nein. Ja, ich erschrecke mich natürlich, verziehe dabei kurz und sprenkel so ein bisschen die Wand. Die Wand fängt an zu klappern, also die Steine... Oh no. Gehen so raus und rein und einer der Steine fliegt und trifft. Guck mich an. Natürlich. Trifft so gewusst. Snarf am Kopf. Und mach den Enterhaken kaputt, den du gerade gebastelt hast. Übrigens stirbt auch der Drache unten. So. Einfach aber so. Du bekommst nur einen Schaden. Okay. Einen Schaden. Oh, okay, komm. Okay. Einer geht. Okay. Einer geht. Au! Kannst du mal mit deinem Gepisse aufpassen? Ist da jetzt ein Loch, wo der Backstein war? Müsste eigentlich, ne? In meinem Kopf? Ja. Kann ich das Loch pissen?
Ja. Du hast doch schon gepinkelt, oder? Ich bin noch nicht fertig. Ja, kannst du. Okay, ich würde ganz kurz eben, weil es ist halt, ne, ich kann, ich ziele. Steckst du ihn durch? Nein. Nein. Oh. Nein. Nein. Schade. Kein Eunuch. So mutig bin ich nicht. Sicher Hase. Aber ja, aber ich kann gut zielen. Okay. Ich habe auf Reisen schon sehr viel uriniert. Ich bin da echt gut drin. Ja, du triffst durch und du triffst den Babydrachen. Nein! Der ist unten drin! Ah, also der Babydrache ist draußen. Ich hab gerade gesagt, der passt auf. Der Babydrache erhält 25 Hits. So. Was? Aber wenn er draußen ist, ist gut. Okay, er ist draußen. Okay, der Drache ist tot, er ist ertrunken. Auf den jetzt gepinkelt, weil ich jetzt gerade voll witzig. Willi, bald? Also, ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Lass hören. Welche zuerst? Ja. Dem Babydrachen geht's gut. Ja! Er ist aber nass. Auch cool! Okay, und jetzt die schlechte Nachricht. Er riecht wie wir. Menschlich? Ehrbar? Was? Er ist moist. Ich hab's ja mitbekommen, was du gemacht hast. Kann ich ein Handtuch zaubern und es rauswerfen ohne Würfeln? Was für ein Handtuch? Das hätte ich jetzt auch gefragt. Was für ein Handtuch? Ja, so ein Frottee-Handtuch so? Mit Blümchen drauf? Großes. Nicht sowas, was du in tollen Hotelzimmern hast, sondern halt so ein Gesichtshandtuch. So, er soll einfach. So was eins, das sich wie Papier anfühlt. So eine Gesichtswurst. Ja, genau. So ein ganz nur als Handtuch. Ja, was ich 35 Mal gewaschen habe. Das wäre voll geil. Das zerbröselt fast. Hey, Kronk-Shop. Ja, kriegst du. Ja, kriegst du. Ich werf's durch und sag. Ja. Entschuldigung. Ja, okay. Sorry. Okay. Der Chat so, der Drache ist getauft. Oh ja. Ich tauche dich auf den Namen Moist. Moist. Oh, Moisty. Oh, schön, glaube ich. Schön, weiß ich nicht. Schön ist das, glaube ich. Okay. Sein passender. Oh Gott. Ja. Oh, jetzt geht's mir aber. Okay, hast du den Enterhaken fertig gebastelt? Ich war eigentlich die ganze Zeit dabei. Ich hoffe, dass das funktioniert hat. Also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast aus dem Seil und einer Gabel. Nee, ich habe Gabel und Messer und würde halt so einen Stern machen. Ja. Okay. Und wir gehen mal jetzt davon aus, weil es so mittelalterlich ist, dass es halt wirklich Werkzeuge. Eisenteile sind und nicht so das Blech. Solide. So. So solide. So. Wollen wir was probieren? Klar. Aber das ist wieder Geschicklichkeit, also eigentlich. Ich kann es probieren, aber ich habe halt nur 10. Geschicklichkeit oder Stärke? Oder? Geschicklichkeit. Okay. Ja, da habe ich halt eine 10. Du bist eigentlich besser, geschickter als ich, aber ich bin ein Dieb. Ich muss auch meine Ehre irgendwie. Ja, genau. Ich probiere es. Ich finde, es ist auch eine diebische Sache. Da kriegst du schon +2. Ja, danke. Nice. Also. Okay, also unter 12, ja? Ich probiere das jetzt. Genau. Und ich habe eine 4. Ja, wow, ja, das gelingt dir. Der Dieb in dir sagt, ha. Ich habe schon so oft Dinge Flashbacks von der Papa so, ich bin stolz auf dich. Du wirfst es nach oben und es hakt in so eine Fuge ein. Also du schätzt, dass es eine Fuge ist, du weißt nicht, du siehst ja nichts. Und das Seil hängt da solide. Frage ist, kommst du diesmal nach oben? Hey. Tada. Da, 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 da. Will jemand hoch? Soll ich es nochmal probieren? Ja, ich will. Mal probieren. Oh, Timmy. Ich will. Ich will es gerne vorher nochmal einmal probieren. Dann kann Timmy gerne probieren oder... Bronco wirft wieder jeden. Ist dein Seil. Ist mein Seil. Ist mein Seil. Ja. Ich probiere es einfach nochmal. Ich weiß, ich bin nicht der Stärkste, aber ich will das. Aber der Schönste. Okay, danke. It's true. Und ich funktioniert nicht. Na gut, okay, dann. Da fängt sich wieder ans Seil und macht so. Und er klettert nach oben und es fühlt sich für ihn so an, als wäre er fast oben angekommen. Stell mir so vor, und dann guckt er. Stell mir so vor, wie er so 2 Minuten lang so steht hier so um mich herum und ich so. Und du guckst nach unten und stellst fest. Bist du ein Stück über dem Boden. Ja, eben. Also. Genau, richtig. Und die Arme sind dünner als das Seil. Bei Bronco hätte ich Angst, dass er die Etage runterholt. So durch die Öffnung so. Alle stehen in der Öffnung. Ich hätte eine Idee. Ja. Wenn man manchmal nicht weiter weiß und in der Not ist. Dann ruft man Funk an, denn der hilft immer. Dann helfen einem beste Freunde. Sag ich doch. Ich habe einen Song geschrieben, der sehr lang ist. I wanna go home. Also ich würde mal in mein Inventar greifen. Wir bauen aus ihm eine Leiter. Oh, die und da ist unser Freund Bones.
Bones! Wir sind am Boden, toll. Ich mag Boden, aber was ist kann das ich, hier? Kann ich Bones vielleicht hochwerfen? Ja. Gucken, was passiert. Gut, dass wir das Feuer haben. Also ich habe ja keine Augen, also ich kann nicht entsetzt gucken. Doch, du hast einen Goblin-Kopf. Ja, aber der ist doch... Der ist verbrannt. Der ist verbrannt, der ist komplett durch. Der ist komplett verbrannt. Ja. Den haben wir beim letzten Mal verbrannt. Also ich gucke entsetzt. Das ist eine lange Geschichte. Oh Gott. Voller Missverständnis. Was hast du vor? Bones! Du wirfst ihn nach oben. Bones! Ah. Du hast Knochen klackern. Bones, dich hat es in alle Einzelteile zerlegt. Na toll. Das war jetzt aber ein Kurzvergnügen. Cool. Aber lebt er jetzt noch? Er lebt noch. Ja, aber seine Knochen klappern jetzt oben so über den Boden. So in Einzelteilen. Und er versucht sich hier zusammenzusetzen, aber es ist ein bisschen schwierig. Oh, also er klappert da jetzt so oben rum. Cool. Bones! Fuß. Nützlicher Freund. In meinem Gesicht. Bones, wie ist es da oben? Dunkel. Hey, ich glaub, das nee, da kommt Licht rein. Da kommt Licht rein. Es ist so hilfreich. Es ist hilfreich. Hier sind Kisten und eine Kiste. Kisten und eine Kiste. Also eine Kiste, also die ist so groß. Ist doch nicht dunkel. Nee, ist schön, aber ich kann nur in eine Richtung gucken, weil ich kann irgendwie gerade meinen Kopf nicht bewegen. Weil irgendwie fehlt mir. Mit dem Kiefer kannst du dich nicht so ein bisschen bewegen, so. Mit dem Mund nach vorne, so. Ja, ich mach auf, zu, passiert nichts. Ah, okay, ja, fuck. Darf ich mich normal an Style hängen? Ja, hey, klar. Wirklich jetzt? Einfach so. Ja, aber du kriegst jetzt einen Minus, weil ein Minus. Versuch, ja. Achso. Du bist ja dann auch erschöpft, das ist so. Das bedeutet, ich habe jetzt 11, ne? Also 11, also 10 hätte ich normalerweise und an. Genau. An es gab einen Bonus. Schön. Achso, okay. Oder? Nee, was hast du bei Stärke? Der Bonus gab. Achso, Stärke. Ja. Stärke ist 7. Ja, dann hast du jetzt 6. 6. Das ist schon auch. Ich gebe alles. Komm schon. Entschuldigung. Nein. Immer noch. Okay. Aber ich wollte es nochmal ausprobieren. Noch mal probieren. Dieselbe Prozedur. Und wieder eins Minus. Nochmal eins Minus. 15. Nein, immer noch nicht. Ich bin einfach zu schwach. 15. 2. Hast du ein Glücksfall? Das ist so easy. First try. Und so läuft Pen and Paper. Und so geht das. So. Kinder, das war easy. So. Probier's nochmal. Und nochmal. Weißt du was? Have it. Ja. Yes. Yes. Niemals aufgeben. Er hat gekämpft. Ja. 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 Flashback wieder der Vater. First try. Ja. Yeah. Ja. That's true. So. Hier oben ist hell und es liegt alles. Hier liegt überall. Hier liegt eine Kiste. Und Kisten. Eine Kiste, oder? Aber vielleicht eine ist da mehr. Kiste, ja. Du siehst ja mehr. Eine Kiste. Das ist genau richtig. Was sehe ich denn? Eine Kiste. Eine Kiste. True. Eine Kiste und ansonsten ist... Knochen. Oh. Ansonsten Bones. Bones. Ja, ich liege da so rum. Oh, ich glaube, ich weiß, wie die kommt. Ist jetzt Rätseltime um 1.22 Uhr? Ja. Oh. Wir haben einfach zu lange gebraucht. Ja, naja, aber die anderen sind nach unten. Wollt ihr erstmal hochklettern? Ja, erstmal hochklettern. Also ich sehe die jetzt gerade. Ja. Klettert mal hoch. Ich kletter hoch. Oh, ich würde euch ja gerne hochziehen, ja? Aber... Mit Timmy? Ja, klar. Okay. Und ihr beide? Ich kletter hinterher. Okay. Ja, let's go. Okay, dann seid ihr alle oben. Ich meine, den Drachen kann ich nicht mehr holen. Warum habt ihr jetzt so gefragt? Einfach, weil maybe der Turm sich bald wieder bewegt oder so. Und Klosett? Was mit Klosett? Lokus? Jokus? Ja, Lokus, ja. Hat der Jokus nicht unten zurückgelassen beim Babydrachen? Nee, das nee, der war auch oben. Hast du genau. Könnte mich jemand zusammenstecken wieder? Also ich würde die Hand ja eben... Aber warte mal, es geht nicht immer nur um dich. Ja, dann ist Jokus mit euch nach oben geklettert. Okay, super. Und er klopft so ein bisschen die Wände ab und läuft das Inventar so wieder zurück. Er sieht sich um und Marv, du bist schon am Cheaten, weißt du? Gar nicht, ich warte, bis ihr oben seid. Er sieht eben, also, ja. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ich habe Bones wieder ins Inventar gefegt. Einfach so, rein. Ja, toll. Danke, Bones. Bones, du bist die Beste. War nett, dich kennenzulernen. You got a friend in us. Da, das ist ja das. You got a friend in us. Ja. Einfach super Typ, dieser Bones. Echt, bester Mann. Toll. Sollte mal mit Spinnenweben wieder zusammen. Ich will nach Hause. Das ist eine gute Idee. Okay, ihr steht jetzt alle um diese Kiste rum. Sehe ich das richtig? Ja. Also, ich stehe immer noch vor der Kiste. Ich weiß nicht, was ihr tut. Wir stehen alle mit dir da. Wollt ihr euch die angucken? Alle hochgeklettert. Ich schaue mich skeptisch um. Mhm. Erkenne ich irgendetwas an der Kiste? Entschuldigung, ja? Du erkennst erstmal nichts an der Kiste. Ich lasse euch noch ein bisschen rätseln. Du siehst, dass oben die halbe Decke fehlt quasi. Und die Treppen, die mal in diesem Raum waren, liegen als Geröllhaufen in einer Ecke. Geröll. Die Kiste ist aufgegangen. Da ist wieder Geröll. 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 Du bist schon am Rätseln da, was ist da los?
Hast du schon wieder kaputt gemacht? Nein. Ich habe eine Schublade gefunden. Okay, ist da was drin? Ja. Was ist da drin? Darf ich es rausholen? Ich wollte euch jetzt nicht. Ich habe einfach rumprobiert. Darf ich? Ist das? Oder mache ich wieder irgendwas kaputt? Ist das legitim? Also ja, ja, ja. Okay, ja, okay, ja. Okay. Ich habe mir die. Okay. Oder? Ja, ja. Okay. Ja, okay. Okay, ich habe einen Zettel gefunden, aber ich glaube, da verbirgt sich noch mehr drin. Was? Nektu. Plato Verata Nektu. Geröll, geröll. Okay. Nektu. Nektu. Mhm. Doppelnacken. Nektu. Doppelnacken. Ah. Mhm. Ist denn, ganz kurze Frage, während er daran rumfummelt, ja. ist denn das Loch hinter uns noch auf? Noch ist es hinter euch auf. Ich würde vielleicht auch nochmal runtergehen. Das ist ja cool gemacht. Bist du dir sicher? Ich bin mir gerade sicher und ich würde auch, ich würde Lysatra sagen, ich nehme das Seil kurz. Lysatria, Entschuldigung, genau. Ich nehme das Seil kurz mit, wenn das so klappt, wie ich denke, bin ich gleich wieder da. Mhm. Klar, mach. Okay, und ich geh runter und bitte dich, das Seil von der Fuge zu lösen. Ja, okay. Und, okay, danke, wunderbar. Ja. Gut, und jetzt warte ich, dass sich der Turm wieder dreht. Einen Bolzen gelöst. Das hält was. Das hält ich will was den Drachen. Das? Oh. Das wird sich unten das nicht mehr drehen, aber oben. Oh, wow. Das hält wow. Fest. Genau wow. Das ist mir heute auch passiert. Jetzt wow. So. Wow. Geil. Oh, Frank, was hast du getan? Gleich ist Frank eingesperrt darauf. Ach. Natürlich. Plato Verata Nektu. Ist das auch von Markus? Nein? Hat er das selber? Das, also. Nicht, ja. Ich glaube, das war's. Das sind die Worte, die man nie aussprechen darf? Nee, in diesem Moment kehren die, bewegt sich das Geröll und die Treppenstufen kehren zurück. Die Treppenstufen kehren zurück? Oh! Und das nächste Stockwerk kann betreten werden. Achso, ich dachte unten. Nein, nein. Ich dachte unten kommen die Treppenstufen. Hä, geil. Nein. Marv, voll geil gemacht. Mega. Ja, ja. Super. Ja. Ich mag sowas. Ich mag solche Knobelrätsel. Ja. Oh. Ich habe die von Stereo bekommen. Weißt du, zeig mal. So eine? Ja. Also ich kenne das Konzept, also ich kenne es noch mit viel mehr Facetten. Ja, ja. So. Also wirklich so ein paar Pyramiden auch, wo du so Sachen raus, ja, ja. Und da wieder raus und hier rein und so. Der Wahnsinn. Finde ich voll geil. Ja, ist richtig geil. Sorry. Oder auch dieser Ramsay-Typ, der macht auch diese. Der heißt nicht Gordon Ramsay? Irgendwie nee, anders. Ich meine, der andere Ramsay, irre, was der aufmacht. Irre. Schick mal Link. Wenn ihr die Treppen nach oben steigt, tut ihr das? Ach, du hängst noch unten rum. Ich hänge noch unten rum und hoffe eigentlich, dass, wenn sich der Turm gleich dreht. Das wird nicht passieren. So, mein Akku ist gleich leer, ich hab's mal abgefunden. Aber sagt mir das eine Stimme, dass es eh nicht passieren wird, ich wieder hochgehen sollte, oder warte ich? Ja, eine Stimme sagt dir, dass es eh nicht passiert. Eine innere Stimme sagt mir, das bringt doch nichts. Lysatra, ja? Lysatra, ja? Kannst du mir wieder hochhelfen? Ich werf dir das Seil zu. Macht Lysatra ja das? Ja, bitte? Oh, puh! Weiß nicht. Es gibt keinen Grund, wieso ich es nicht machen soll. Ich hatte eine blöde Idee. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, wie ich es eingehakt war. Deswegen hake ich es in irgendeine Fuge ein. Okay. Ja, was ist gelingt dir, dass ich wieder hochzuklettern? Dankeschön, vielen Dank. Oh, ich eine so gute Stimme. Aber nur, weil die Zeit so knapp ist. Ich dachte gleich vom Turm 6. Das wäre das Nächste gewesen. Ja. Das wäre das Nächste. Wenn ihr die Treppen nach oben steigt, seht ihr eine Gestalt in der Ecke kauern. Einen alten Mann mit langem Bart, langem grauen Bart. Und du erkennst ihn als einen der deinen. Oh! Ein alter Zauberer. Achso. Was? Dein alter? Zauberer. Ein alter Zauberer. Ich dachte, dein alter Zauberer. Mensch, Markus, nee, wie heißt er denn? Kannst du ihn fragen? Damals, Akademie! Ich erinnere mich nicht an dich. Wir kennen uns nicht. An den musst du dich doch erinnern. Oh ja. Den hast du ja später bekommen. Und zack, ist er weg. Hab ich? Ich hatte ja, etwas Rolle 1 ja, stimmt, Rolle 1. Fuck. Von Verina. Ich hatte so einen ähnlichen. Ja. Ich hatte schon so einen ähnlichen damals. Verdammt. Ich bin's, der Willibert. Der alles zaubern kann. Der Wahnsinnsmagier aus der Hauptstadt. Dann solltest du besser hier verschwinden, wenn du ein Magier bist. Was? Weil wir sind hier und weißt du nicht, wo wir sind? Nein. Er guckt euch alle an. Seine Augen werden immer größer. Hat er noch den Funken in den Augen?
Was für ein Funken? Lebensfunken. Er hat noch einen Lebensfunken. Ah, okay. Gut, gut, gut. Ihr wollt ihn nicht fragen, wie er heißt, ne? Doch. Wie heißt er denn? Ja. Wer fragt ihn denn? Wie heißt du? Mein Name ist Ignalius, der Bedächtige, Prächtige. Der Bedächtige, Prächtige? War ich so Ignatius? Ignalius, der Bedächtige, Prächtige. Also Ignatius. Okay, hast du einen Spitznamen? Iggy. Prächti? Iggy. Prächti. Iggy Precht. Iggy Prächti Pop. Ja, Iggy Prächti Pop. Ich kann das last for life. Geil. Geil. Stromsparmodus. Mensch, Iggy!